Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Viertelfinale im DFB-Pokal steht an, können am Ende leider nur 4 weiterkommen. So ist es, viel Spaß und danke fürs Reinschalten. Viertelfinale Nummer 1 Union Berlin gegen den FC St. Pauli am Dienstagabend. Die anderen drei Spiele ja am Mittwoch. Der FC St. Pauli in den weißen Trikots. Von rechts nach links im ersten Durchgang. Es war ein starker Beginn der Hamburger. Irvine mit dem ersten Abschluss in der 5. Spielminute für Andreas Lute. Kein wirkliches Problem, aber es war ein sehr guter Auftritt auf des Gegners Platzes an der alten Försterei. Union hatte so seine Probleme. St. Pauli mit dem nächsten Angriff. Aremu auch aus der zweiten Reihe, das war häufig das gewählte Mittel. Union Berlin, wir haben es eben gesehen, steht hier sehr tief mit vielen Spielern vor dem 16er. Es war nicht leicht, sich da durchzukombinieren. Union fand Mitte der ersten Halbzeit zu ihrer besseren Phase. Avoni setzt mal nach. Becker, Haraguchi sieht Becker erneut. Flacher, harter Schuss, aber Dennis Marsch ist auf der Position und kann ihn mit dem Fuß abwehren. 0:0 nach 45 Minuten, ging durchaus gut anzuschauen, dieses Spiel relativ ausgeglichen noch. Favoritenrolle Union. Im zweiten Durchgang kam sie mehr zum Vorschein. 54. Minute. Dennis Marsch muss sich jetzt auf mehr gefasst machen. Das war noch nicht so viel im ersten Abschnitt. Den von Becker hier holt er aber richtig gut raus. Im Pokal darf er ja ran. Und das ist erstaunlich. Er hat ziemlich viele Spiele bislang schon gemacht. Knappe Viertelstunde noch zu spielen. Union mit dem Paukenschlag. Genki Haraguchi wird da nicht angegriffen. Und wenn nicht viel geht, dann so. Ein Traumtor von Genki Haraguchi, traf auch schon gegen Mainz am Wochenende beim 3:1-Sieg. Und St. Pauli musste jetzt kommen. Aber sie schafften es nicht wirklich oft nach vorne in den Strafraum. Das hier nochmal eine Halbmöglichkeit. Zander findet in der Mitte Chiré, aber der Ball wird abgeblockt. Es gab nicht mehr das große Aufbäumen. Somit blieb es beim 1:0. Union Berlin setzt sich am Ende nicht unverdient durch und zieht ins Halbfinale ein. Der HSV hat die Chance auf ganz schnelle Wiedergutmachung. Der Einzug ins Halbfinale würde die Derby-Pleite gegen den SV Werder Bremen sicherlich verkraftbarer machen. Die Rautenelf auch mit einem vernünftigen Beginn. Tiede bringt den Ball hier nach einer kurz ausgeführten Ecke zwar aus der Gefahrenzone, doch das nur fürs erste. Kittel und Chakwe Tatze mit der Flanke und wir sehen, da ist ein bisschen Eigentorgefahr im 5-Meter-Raum, aber Gersbeck ist aufmerksam und fischt den raus. Der KSC ringt dem FC Schalke 04 ein 1:1 ab, das heißt ein Favoritenschreck sind sie auf jeden Fall. Und so auch hier mit Philipp Hofmann. Einen exzellenten Linksfuß gehen sie hier mit 1:0 in Führung. Der HSV also nun unter Druck. Robert Glatzel spielt zu Chakwe Tatze. Nächste gute Möglichkeit. Gersbeck muss eingreifen. Macht er aber auch gut. Hält er richtig stark und hält damit auch das Ergebnis von 0:1 nach 45 Minuten. Erstmal fest, der KSC, er spezialisierte sich aufs Umschalten und das funktionierte tatsächlich ziemlich gut. Über eine Stunde mittlerweile schon von der Uhr. Und die Möglichkeit, Kyungrok Choi mit dem vermeintlichen 0:2. Die Freude hielt aber nur ganz kurz, denn er stand knapp, aber doch im Abseits. Der HSV musste oft hinterherlaufen. Sie setzen sich in der gegnerischen Hälfte fest und der KSC schaltete um. Nicht so schlecht, aber Heuer Fernandes ist ein richtig starker Keeper hier gegen Benjamin Goller. Leihgabe des SV Werder Bremen wäre natürlich nochmal die Geschichte gewesen.
Der HSV tat sich schwer, aber sie kamen über Sonny Kittel und Glatzel nochmal in die Gefahrenzone. Jatta, Glatzel, Shakwetadze, Glatzel zu Sonny Kittel. Aber an Gersbeck war einfach kein Vorbeikommen. An diesem Mittwochabend hält das knappe 1:0 fest für den KSC. Und somit schlagen sie im Volkspark den HSV und ziehen damit ins Halbfinale ein. Hannover 96 war schon gegen Gladbach krasser Außenseiter, aber auch dort schlugen sie eiskalt zu. In der Bundesliga, in der zweiten läuft es mittlerweile auch besser. Und hier hatten sie auch die Anfangsphase auf ihrer Seite. Dimas, ein starker Abschluss mit dem Spann. Peter Gulaschi kann den aber halten. Das wäre natürlich was gewesen, so früh in der Partie. RB Leipzig brauchte etwas, dann kamen sie aber zur Möglichkeit. Silva kommt nicht durch, Franke schmeißt sich rein. Klostermann sieht Christoph an, Nkunku. Und wenn man jemanden im Strafraum decken muss, dann doch Christopher Nkunku. Er erzielte das Siegtor gegen Bochum nach Einwechslung. Ein Ausnahmespieler. Man hat gesehen, dort in der ersten Halbzeit gegen Bochum. Ohne ihn ist Leipzig nur eine Mittelklasse-Bundesligamannschaft. Und auch hier sorgte er weiterhin für Esprit. 40. Minute legt quer auf Dani Olmo. Doch von Robert Zieler machte auch ein gutes Spiel. 0:1 nach 45 Minuten. Nach einem starken Beginn der Hannoveraner übernahm RB Leipzig das Kommando. Und so sah es auch in Durchgang 2 aus. Wieder ein Nkunku. Von Silva bedient, mit dem Außenriss abgeschlossen. Das ist ein wunderbarer Schuss. Leicht angedreht. Aber Ron-Robert Zieler machte seine Sache gut. Hielt damit auch seine Mannen im Spiel, denn Leipzig hatte mittlerweile sehr viele gute Chancen. Dani Olmo wieder aus der zweiten Reihe und wieder Ron-Robert Zieler mit einer super Parade, staucht dann auch seine Vorderleute mal zusammen. Es war aber auch nicht einfach, Leipzig zu verteidigen. Die spielten sich jetzt hier mittlerweile in einen ziemlichen Offensivrausch. Es stand aber weiterhin nur 0:1. Die nächste Standardsituation von der rechten Seite. Und da steht Olmo am 5-Meter-Eck, 5-Meter-Raumeck und verwandelt ihn sehenswert. Zieler ist noch dran, kann es aber nicht mehr verhindern. Die Entscheidung natürlich in diesem Spiel. Hannover schlug sich gut, hatten einen tollen Keeper zwischen den Pfosten, aber Leipzig gewinnt hochverdient. Das einzige Bundesliga-Duell in diesem Viertelfinale. Bochum und der SC Freiburg trafen aufeinander. Die Breisgauer in Rot machten es zunächst deutlich stärker und hätten hier durch Höhler eigentlich in Führung gehen müssen. Nach 18 Minuten taucht da die Nummer 9 der Freiburger völlig frei vor Riemann auf. Der ist natürlich ein starker Keeper, trotzdem darfst du dort dem Keeper eigentlich keine Chance mehr geben, den Ball zu parieren. Bochum wirkte doch etwas nervös. Diese Chance ins Halbfinale einzuziehen war vielleicht erstmal nicht so leicht für den Kopf. Aber mit zunehmender Spielzeit kamen sie auch besser rein. Gerrit Holtmann verzieht diesen Ball aber relativ deutlich. Es ging ohne Tore erstmal in die Katakomben. War ein mittelmäßiges Spiel, aber es lebte natürlich von der Spannung. Man sah beiden Mannschaften an, was hier auf dem Spiel stand. 5 Minuten gespielt in Durchgang 2. Sebastian Polter treibt an. Gerrit Holtmann sieht den mitgelaufenen Rex Bischai und der zieht ab in den Winkel. 51. Spielminute, was für ein Tor. Keine Chance für Marc Flecken, der VfL Bochum auf der Siegerstraße. Gute Phase jetzt. Wieder Holtmann. Der trieb an und wollte das Ding hier irgendwie auf die Bochumer Seite lenken. Und er schaffte es.
Sebastian Polter dann noch in Szene gesetzt. Das 2:0 für den VfL und für Freiburg wurde es jetzt ganz schwer. Die Beine wären natürlich auch nicht leichter, wenn man unter der Woche mit 2:0 hinten liegt im DFB-Pokal und dann solche Chancen auch nicht reingehen. Toll von Riemann, hält am Ende die Null fest. Der VfL zieht ein in die Runde der letzten vier und das über 90 Minuten gesehen auch vollkommen zurecht.